dein Lieblingsteam. Hallo und herzlich willkommen zum KRH-Podcast für mein Lieblingsteam. Heute geht es um die KRH-Psychiatrie in Wunsdorf und ich sitze hier mit Herrn Dr. Christoph Aselmeier und Jan-Marc Bleck, um über die zukünftigen PJler-Stellen zu reden. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo, moin. Wollt ihr euch vielleicht erstmal vorstellen? Christoph, möchtest du anfangen? Gut, mein Name ist Christoph Aselmeier. Ich bin im wirklichen Leben leitender Oberarzt in der Gerontopsychiatrie in Wunsdorf. Hier aber jetzt eher in meiner Position als PJ-Beauftragter des Hauses, also für die gesamte Psychiatrie in Wunsdorf. Ja, und genau, mein Name ist Jan-Marc Bleck. Ich bin Assistenzarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in meinem früheren Leben war ich auch mal Student an der MAH. Vielen Dank. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, wenn Sie sich wundern über das Gemurmel im Hintergrund. Wir sitzen hier zu dritt gerade super cool an unserem Podcast-Mobil im Aufhof und repräsentieren quasi das Klinikum Region Hannover. Und ja, dann starten wir doch direkt mal mit dem Thema. Und zwar, bei welchen Kliniken kann ich denn alles Einblicke bekommen bei Ihnen im Haus? Soll ich mal? Gerne. Gut. Die KRH Psychiatrie Wunsdorf ist ein relativ großer Laden mit vielen hundert Betten und teilt sich auf in 5 Kliniken, um das mal so ein bisschen zu strukturieren. Das ist einmal die größte Klinik, ist die für Allgemeinpsychiatrie. Das sind Patientinnen und Patienten zwischen 18 und 65 Jahren. Dann gibt es die Gerontopsychiatrie, dann gibt es die Sucht und so ein bisschen im Nebenschluss die forensische Psychiatrie. Das sind Patienten, die psychisch kranke Straftäter, muss man sie so nennen. Das heißt, die werden nicht dafür verurteilt, sondern kommen dann in den Maßregelvollzug. Daneben, und das kannst du viel ganz besser richtig sagen. Genau. Genau, da gibt es noch natürlich die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also wir decken alles ab von ganz jung bis ganz alt im psychiatrischen Spektrum. Und da bin ich angesiedelt. Genau. Und das macht vielleicht auch, und das schon an dieser Stelle als kleine Werbebotschaft, auch den Reiz hier von Wunsdorf aus, dass man bei uns wirklich die gesamte Psychiatrie in allen Facetten erleben kann. Wir halten alles vor und dann eben nicht nur die einzelnen Kliniken, sondern den vollstationären Bereich, teilstationäre Bereiche, ambulante Bereiche, sodass man wirklich bei uns sagen kann, wir decken alle Bereiche der klinischen Psychiatrie ab. Wenn ich bei Ihnen bin und diese ganzen Bereiche durchlaufen darf, mache ich alle Kliniken nacheinander oder bin ich nur in einer Klinik? Das sollten wir individuell festlegen. Es gibt 2 unterschiedliche Aspekte, die man berücksichtigen muss aus meiner Sicht. Ich hoffe, Jan-Marc kann mich da korrigieren. Meines Erachtens ist es einerseits sinnvoll, sich ein bisschen Zeit zu geben in einer einzelnen Einheit, weil es sicherlich hilfreich ist, mal Patienten aufzunehmen, sich Gedanken darüber zu machen, was hat der, wie will ich das behandeln, dann mit diesen Behandlungen selber auch zu beginnen, die auch abzuschließen bis hin zum meist ja heiß geliebten Entlassungsbericht, sodass man diesen Aspekt sehen kann, dass man einen Längsschnitt hat. Andererseits ist es, und das ist eben der Vorteil des Hauses, natürlich auch hochattraktiv, immer mal wieder auch zu sehen, wie sieht das in der anderen Klinik aus, was ist spezifisch in der Sucht, was ist spezifisch in der KJP, selbst wenn das 2 unterschiedliche BJ-Fächer sind, Kinder- und Jugendpsychiatrie und allgemeine Psychiatrie, heißt das nicht, dass man nicht da zwischenzeitlich auch mal reinschauen und reinschnuppern kann, jeweils in den anderen Bereich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das individuell festzulegen, ich glaube, das ist etwas, was wir gerne mit den Studierenden dann im Einzelfall besprechen möchten. Was möchten Sie? Da sind die Studierenden diejenigen, die uns dann sagen, was sie möchten, und wir versuchen das gemeinsam mit denen umzusetzen, und eigentlich klappt das auch ganz gut. Was machen Sie denn noch für die Integration der PJlerInnen bei Ihnen? Psychiatrie funktioniert nämlich nur im Team. Und funktioniert nur, wenn man sagt, also ich bin jetzt nicht hier als Arzt ganz alleine auf der Welt, sondern ich muss mit meinen pflegerischen Mitarbeiterinnen, ich muss mit Ergotherapeuten, ich muss mit sonstigen Spezialtherapeuten, mit Psychologinnen immer wieder doch sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und wenn da die Teams nicht stehen, dann kann man die Arbeit vergessen, ehrlicherweise. Das klappt nicht. Und deswegen glaube ich, ist das schon etwas, was Psychiatrie und ein PJ in der Psychiatrie nochmal
deutlich von vielen anderen Fächern unterscheidet. Wir kommen ohne Team nicht klar und wir haben sehr flache Hierarchien, weil das sonst nicht geht. Sonst, wenn man nur einen strikt hierarchischen Aufbau hat, kriegt man nicht die Informationen, die man braucht und man behandelt die Patienten schlechter. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Also zum einen wird automatisch jedem Studierenden ein Tutor, der nicht zu der jeweiligen Klinik gehört, sodass man dann wirklich nicht das Gefühl hat, das ist jetzt alles nur in einem kleinen Haufen, wird jedes Mal ein Tutor zugewiesen. Wer mag, darf auch jede Woche oder zumindest alle 14 Tage bei mir eine sogenannte PJ-Sprechstunde einfach haben, wo wir Dinge, die vielleicht in der Integration schwerfallen, dann auch immer thematisieren können. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an theoretischem Input, was ja auch, wenn man so aufs M3 schielt, also auf die Abschlussprüfung, auch gar nicht so irrelevant ist, dass man da schon mal viel mitnimmt. Also es wird Seminare, 16 an der Zahl geben, an 19 Minuten mit unterschiedlichen Themen, zum Beispiel von Krankheitsbildern wie Zwangsstörungen über grundsätzliche Dinge wie baut man eine Gesprächsführung auf oder was sind eigentlich so die psychotherapeutischen Verfahren, die es so gibt. Und dazu kann man auch noch bei den klinikinternen Fortbildungen, die grundsätzlich immer abgehalten werden, gerne teilnehmen und bekommt da wirklich eine ganze Menge an theoretischen Input, den man dann auch wirklich ja, für eine spätere Arbeit als Arzt gut gebrauchen kann. Aber natürlich auch mit Hinblick auf die Prüfung, was ja nicht ganz irrelevant ist. Nochmal wirklich zur Ergänzung einfach nur, wir siedeln das schon relativ hoch an. Das heißt also, diese Curricula werden jeweils von den Ober- und Chefärztinnen wahrgenommen, weil uns das einfach wichtig ist. Und da sitzt dann tatsächlich über die 90 Minuten auch außer den PJ-Studenten sonst niemand mit dabei. Vielleicht ein Formulant oder Formulantin, wenn wir jemanden haben, aber sonst wirklich niemand mit dabei. Und das ist schon etwas, wo ich denke, wenn man diese 16 Units dann so absolviert hat, dann hat man auch ein ganz sicheres Grundgerüst nochmal theoretisch, was einen gut auf die Prüfung vorbereitet. Ich finde, wir sollten noch so ein paar praktische Fragen klären, zum Beispiel Wunsdorf. Das ist ja nicht so super zentral Hannover. Mögt ihr vielleicht darüber erzählen, wie ich am besten zur Psychiatrie kommen würde? Da gibt es sehr viele Wege, würde ich sagen. Viele Wege führen nach Wunsdorf. Absolut, alle, genau. Der ökologisch, sage ich mal, freundlichste ist sicherlich mit der Bahn dorthin zu kommen. Das kann man echt von Hannover aus total unproblematisch. Es gibt zum Beispiel einen Zug, den nehme ich jeden Morgen um 8.09 Uhr. Der braucht ganze 12 Minuten, das ist nur eine Station. Und dann ist man am Bahnhof in Wunsdorf und fußläufig ist die Klinik in so, ja, ich würde sagen, ungefähr 10 Minuten zu erreichen. Wenn man dann noch irgendwie sein schickes Klapprad hat, so wie ich, dann geht das noch fixer. Aber man kommt da mit der Bahn sehr gut hin. Und man muss gar nicht zu Fuß vom Bahnhof bis zur Klinik laufen. Es fahren auch Busse und zwar gar nicht so wenig zu den Zeiten, wo wir da anlanden, weil da ja auch ziemlich viele Schüler, wir haben ein Gymnasium unmittelbar neben unserer Klinik und da sind viele Schüler unterwegs und deswegen kommt man auch mit dem Bus. Also man kann ganz ohne lange Fußstrecke auch zu uns kommen, sagt derjenige, der immer mit dem Auto kommt. Genau, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Man kommt auch mit dem Auto hin. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar muss man die unangenehme Frage des Geldes ja immer stellen. Was gibt es denn da bei Ihnen für Entschädigungen? Genau, wir haben da, glaube ich, so den Höchstsatz, den man im PJ zahlen kann. 812 Euro sollen das, glaube ich, gerade sein. Ist ja auch eine ganz wichtige Frage, wenn man quasi Vollzeit PJ macht, muss man ja auch schauen, dass man irgendwie finanziell zurande kommt. Also da gucken wir, dass wir auch wirklich so viel geben, wie wir geben können, ne? Oder wie viel da möglich ist in dem Bereich. Genau, also für die Vergütung ist da auch gesorgt. Mir wäre noch ganz wichtig, eine Sache loszuwerden. Das liegt mir so immer im Herzen. Das ist immer die Frage, warum soll ich denn überhaupt Psychiatrie machen? Und da kann ich immer nur sagen, also Psychiatrie ist nicht die Mutter aller Fächer. Und es gibt sicherlich auch Fächer, die größer und vielleicht auch noch wichtiger sind. Dennoch begegnet einem Psychiatrie alle Nase lang. Es gibt gute Untersuchungen darüber, dass wenn man in eine Hausarztpraxis kommt, 30% der Patienten da eine auch diagnostizierbare psychische Störung haben, die nicht erkannt ist in aller Regel. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass man
vielleicht da ein bisschen Rüstzeug hat. Das heißt also, auch wenn ich gar nicht vorhabe, später mal in der Psychiatrie zu arbeiten, es ist, glaube ich, wichtig, sich mit dem Denken und dem Einfinden in diese Gegebenheiten doch auch vertraut zu machen. Und ich glaube, darüber hinaus, psychische Erkrankungen machen vielen von uns Angst. Auch mir als früher Medizinstudierende, der noch überhaupt nicht mit Psychiatrie beleckt war, macht das Angst. Und wenn man bei uns PJ gemacht hat, glaube ich, kann man sehr sicher sein, dass seelische Beeinträchtigungen, seelische Störungen, Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen einen nicht mehr ängstigen, dass man viel offener und mit viel mehr Professionalität auf die zugehen kann. Und ich glaube, das ist ein gutes Rüstzeug, egal was man später als Arzt macht. Ja, ich würde das sogar gerne einfach so stehen lassen. Ich finde, du hast das perfekt zusammengefasst. Ich fand es auch wirklich sehr gut. Okay, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne an Herrn Dr. Christoph Aselmeier direkt wenden. Entweder über christoph.aselmeier@krh.de oder über die zentrale Rufnummer 05031 930. Ich werde natürlich alles in der Videobeschreibung nochmal genauer aufschreiben, damit das alles besser nachvollziehbar ist. Bewerbungen gehen aber über das Karriereportal des KH. Da könnt ihr über karriere.kh.de über das PJ auf die Psychiatrie Wunsdorf gehen und dort mehr Infos finden. Die Bewerbungen an sich gehen dann aber über das PJ-Portal. Die sind auf der Karriereseite natürlich auch verlinkt. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen, außer dass wir uns, glaube ich, freuen würden, wenn ihr euch bei uns erkundigt, wenn ihr unsicher seid und weitere Fragen habt, jederzeit gern. Wir freuen uns auf Anrufe, Rückmeldungen jeglicher Art. Absolut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.